Oldtimer Rallye Hamburg-Shanghai 2006. Eine motorsportliche Herausforderung. Die Strecke, fast 14.000 Kilometer lang, führt über Polen, das Baltikum, nach Russland. Durch die Weiten Sibiriens, die Mongolei mit der Wüste Gobi, nach China und dem Zielort Shanghai. Nach der feierlichen Verabschiedung im Kaisersaal des Hamburger Rathauses durch den Generalkonsul von Russland, den chinesischen Konsul und den Senator Dr. Freitag geht es endlich los. Und jetzt geht es richtig los, die Fahrer hupen, sie wollen los. Gute Reise, allzeit gute Fahrstrecken und kommen Sie alle gesund wieder. Es geht los. Am 29. Mai 2006, Punkt 12 Uhr, wird das erste Fahrzeug vom Rathausmarkt auf die Strecke geschickt. Das Abenteuer kann beginnen. 37 Old- und Youngtimer-Besitzer, zwei Motorradfahrer und fünf Begleitfahrzeuge gehen an den Start. Viele Monate der Planung und Vorbereitung liegen hinter den Teilnehmern. Die Autos wurden durchgecheckt und auf die schwierige Strecke vorbereitet. Die Stimmung ist euphorisch, alle sind aufgeregt und gespannt. Ängste und Hoffnungen, was in den nächsten 70 Tagen alles passieren könnte. Dies ist die längste Rallye, die je von Deutschland aus gestartet wird und keiner der Fahrer und Beifahrer hat jemals zuvor eine solch abenteuerliche Fahrt gewagt. Anlass für die Rallye ist das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Hamburg und Shanghai. Der Hamburger Bürgermeister Ole von Beust hat die Schirmherrschaft übernommen. Die teilnehmenden Fahrzeuge sind Young- und Oldtimer und müssen mindestens 25 Jahre alt sein. Nur bei den Motorrädern wurde eine Ausnahme gemacht. Es wird nicht auf Zeit gefahren. Dies ist eine Zuverlässigkeitsfahrt. Ankommen ist das Ziel. Und das hoffen und wollen natürlich alle. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob das weite Ziel Shanghai tatsächlich von allen Teilnehmern erreicht wird. Über Pasewalk wird die Hansestadt Danzig mit ihrer wunderschönen Altstadt erreicht.